Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Morgen, beziehungsweise für euch heute, am 31. Oktober, kommt Patch 1.2.1 mit einigen interessanten Neuerungen und vor allen Dingen 3-4 interessanten Bugfixes, die ich ein bisschen traurig finde, aber gehen wir erstmal rein in das Update. Und zwar wird das 1.2.1 Update als erstes mal endlich die Paragon-Tafel-Funktion hinzufügen, dass ihr die ganze Paragon-Tafel auf einmal zurücksetzen könnt. Das ist schon mal sehr gut. Bislang war es ja immer so, dass ihr jeden Punkt einzeln machen musstet. Jetzt könnt ihr mit einem Knopfdruck die komplette Tafel zurücksetzen. Das ist schon mal sehr gut. Es wird eine Trainingspuppe geben, mit der ihr dann sehen könnt, wie viel Schaden ihr macht. Nicht so interessant. Saison des Blutes wurde ein bisschen das Blut angehört, erhöht, ist auch nicht so wichtig, weil, also, wer nicht genug Blut gefunden hat, der hat einfach die Saison irgendwie falsch gespielt. Es gab so viel Blut, ich verstehe nicht, wieso man hier das auch nochmal erhöht hat, aber, naja, dann wurden eine ganze Menge Fehler behoben, wie immer, der Patch ist natürlich unten verlinkt, könnt ihr euch alles selber durchlesen, ist auch schon auf Deutsch übersetzt worden, aber es gibt ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Und zwar ist es ja bisher so in der Höllenflut gewesen, dass ihr Truhen für 300 Glut mit 280 aufmachen konntet. Und das war ein Fehler. Der wurde jetzt leider behoben und die wird jetzt demnächst wirklich 300 kosten anstatt 280. Finde ich tatsächlich ganz schön schade. Ich finde 280 war auch schon zu viel. Für mich könnte die gut und gerne 200 kosten, fände ich besser, aber 300, das tut wirklich schon sehr weh. Außerdem gab es einen Bug, den hatte ich zum Beispiel bislang, dass die Glut nicht zurückgesetzt wurde nach einer Höllenflut, sondern dass ihr mit der nächsten Höllenflut wieder diese Glut hattet, die ihr in der letzten Höllenflut über hattet. Hatte ich schon gedacht, dass das ein Feature ist, scheint nur ein Fehler gewesen zu sein. Deswegen gebt eure Glut auf jeden Fall aus und spart die nicht, die wird ab heute nicht mehr übernommen in die nächste Höllenflut, sondern wieder gelöscht. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Außerdem eine Sache, die ganz, ganz, ganz böse ist und die zum Glück mir und auch in meiner Community bislang nicht passiert ist. Und zwar, dass Uber-Unix nicht die maximalen Würfelwerte hatten. Ich weiß nicht, ob damit Aspekte oder Affixe gemeint sind. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es die vier Affixe sind. Ich und alle Ubers, die ich so gesehen habe, die hatten die vollen Affixe. Aber anscheinend gab es einen Fehler, dass da nicht die maximalen Werte waren. Und das ist wirklich sehr, sehr böse. Wenn man überlegt, man macht vielleicht 50, 60 Mal Duriel, farmt sich da wirklich den Allerwertesten ab. Dann kommt endlich ein Uber und dann hat das nicht die maximalen Werte wegen eines Fehlers. Das ist schon ganz, ganz, ganz blöd. So viel zu den Patch News. Ist gar nicht so viel. Uns war ja schon klar, 1.2.1 wird kommen. Vor allen Dingen mit dem Paragon-Punkt hier, dass jetzt die Tafel komplett zurückgesetzt werden kann. Das wussten wir ja schon vom letzten Campfire. Und apropos Campfire, am diesen Samstag zu der BlizzCon wird um 22 Uhr deutscher Zeit wieder ein Campfire stattfinden. Und dort wird es aller Voraussicht nach um ein Add-on-DLC für Diablo 4 geben. Ich hatte da schon mal ein Video zu gemacht. Ich verlinke euch das nochmal. Da könnt ihr genau sehen, was da die Dataminer rausgekriegt haben. Und da könnte es drum gehen, diesen Samstag. Wir wissen noch nicht, worum es geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, worum es sonst gehen soll. Bugfixes haben wir hier gerade bekommen. Wieso sollten die dann nochmal irgendwas über Bugfixes reden? Es wird keine Balance-Changes geben mitten in der Season. Die Klassen sind alle actually richtig gut gebalanced. Da sehe ich keinen Redebedarf, um ehrlich zu sein. Und über was sollen die sonst reden? Es wird sehr, sehr wahrscheinlich, und das hoffen auch alle, über ein Add-on für Diablo 4 sich drehen. Das bedeutet neue Klasse vielleicht, neues Gebiet, neue Items und. Also wir können auf jeden Fall sehr gespannt sein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ich werde es vielleicht auf Twitch livestreamen. Checkt auf jeden Fall mal Twitch ab, wenn ihr live dabei sein wollt. Ansonsten wie gewohnt einen Tag später natürlich hier auf YouTube. Lasst dafür auf jeden Fall ein Follow da. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, da werde ich euch alles erzählen, was in diesem Campfire gesagt wurde. Und euch zusammenfassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Like auf dem Video und haut rein.